Instant-Nudeln sind in Taiwan für viele ein Grundnahrungsmittel. Mehr als 800 Millionen Päckchen werden jedes Jahr in Taiwan gegessen. Weltweit steigende Preise aufgrund von Engpässen bei Rohmaterialien und Problemen in internationalen Lieferketten beeinträchtigen jetzt jedoch auch die beliebten Fertignudeln. Mehrere Unternehmen haben angekündigt, Preise für ihre Instant-Nudeln zu erhöhen. Im Durchschnitt steigen die Preise dabei um 10%. Manche Unternehmen wollen ihre Preise jedoch stabil halten. So verspricht das Unternehmen Taiwan Tobacco and Liquor gleichbleibende Preise, zumindest bis Ende des Jahres. Experten schätzen, dass die Inflation im ersten Quartal nächstes Jahr abflacht. Ob Taiwaner so lange bis zum nächsten Instant-Nudelkauf warten können, bleibt abzuwarten.